Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 11. Dezember 2018 nach indischen Astrologie. Die indische Astrologie ähnelt sehr nach unserer westlichen Astrologie, aber sie berechnen die Horoskope anders, weil sie berücksichtigen die Präzession. Ist auch präzis übereinstimmend, so wie die Astronomen das auch berechnen. Außerdem gibt es in indischen Astrologie noch die sogenannten Mondhäuser und das ist wie ein Mondkalender. Bevor ich starte, möchte ich noch mein Angebot ankündigen. Und dieses Angebot läuft bis 31. Dezember. Ich biete eine Videoberatung an, selbstverständlich anonym. Und diese Videoberatung beinhaltet ein Geburtshoroskop-Analyse und dazu noch ein Jahreshoroskop für Jahre 2019 für 25 Euro. Damit möchte ich meine Dankbarkeit ausdrücken und Astrologie näher bringen. Ihr dürft wählen, wünscht ihr das nach westlichen Astrologie oder nach indischen Astrologie oder nach chinesischen Astrologie. Dazu benötige ich die Geburtsdatum mit Uhrzeit und Geburtsort. Die Buchung läuft per E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Und jetzt zu diesem Bild. Hier erscheinen die 12 Häuser, so nennt man die Lebensbereiche in Astrologie. Ich benutze dieses Wort nicht, weil für mich ist es ein Haus, wenn wir schon bei Häusern sind, ein Haus in verschiedenen Bereichen. Für mich ist die Horoskop eine Einheit und nicht 12 verschiedene Häuser. Also ich werde absichtlich diesen Begriff Häuser vermeiden und bezeichne das als Lebensbereiche, also nicht Wunder. Also hier sind die 12 Lebensbereiche und hier im ersten Lebensbereich, was unsere Persönlichkeit symbolisiert, dass ich bin's, ich sehe so aus. Das ist meine Persönlichkeit, das ist mein Auftreten, so bin ich wahrgenommen. Das sind die Themen, die ersten Lebensbereich. Hier befindet sich immer die Tierkreiszeichen, was bei Sonnenaufgang in Osthorizont aufsteigt. Und naturgemäß beginnt der Tag mit Sonnenaufgang. Und nach indischen Berechnung ist das die Tierkreiszeichen Skorpio. Selbstverständlich, hier befindet sich die Sonne. Im selben Moment geht in Westhorizont unten die Tierkreiszeichen Stier. Dann haben wir den zweiten Lebensbereich, das symbolisiert Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl und auch die Finanzen. In diesem Platz befindet sich die Tierkreiszeichen Schütze. Dann haben wir den dritten Lebensbereich und das ist Medien, Kommunikation, Verbindungen, Nachrichten, Schulungen, Bewegung, Verwandtschaft, unserem vertrauten Umgebung, Nachbarschaft, kleine Reisen, kleinere Veränderungen. Das ist der dritte Lebensbereich und hier befindet sich die Tierkreiszeichen Steinbock und die Basis, die Fundament ist der vierte Lebensbereich, das symbolisiert unseren Ahnen, unsere Herkunft, unsere Traditionen und auch unserem Zuhause. Da finden wir die Halt in unserem Leben, das ist die Fundament. Und in diesem Platz ist die Tierkreiszeichen Wassermann. Dann haben wir noch mehrere Lebensbereiche, aber ich erwähne nur das, wo die Energie fließt. Und das wäre noch der sechste Lebensbereich, das ist unsere Pflichten, unsere Arbeit und auch unsere Gesundheit. Wir können arbeiten nur, wenn wir gesund sind. So hängt das zusammen.
Dann haben wir den 9. Lebensbereich, das ist Ausland, eine große Reise, Auslandskontakte. Aber diese Reise bedeutet auch innere Reise, Erkenntnisse, also auch religiöse Themen gehören auch in diesem Bereich. Und dann haben wir die geheimnisvolle 12. Lebensbereich, das sind karmische Themen, Geheimnisse, all das, was hinter den Kulissen passiert. Und hier liegen auch unsere geheimen Feinde, das Verborgenen. In die Mitte ist ein Engel, das ist nach Kabbala die heutigen Tagesengel und heißt Beuliach und hat die Zahl 43. Engel Beuliach ist die Engel der Wohlstand, heilt alten Wunden, ist ein Schutzengel und nicht nur beschützt uns, sondern schenkt uns ein Talisman. Mit dieser Energie können wir unserem Talisman aufladen, bringt unserem Leben Lebensfreude, Reichtum, Wohlstand, ein glückliches Leben zu führen, öffnet die Kanal für unserem höheren Bewusstsein, hilft uns, ein erfülltes Leben zu führen, schenkt uns die inneren Reichtum, befreit uns von Sklavereien, befreit uns von Abhängigkeiten und schützt uns vor unseren Feinden. Dieser Engel steht in Verbindung zum Tierkreiszeichen Skorpion, steht in Verbindung zum Wasserelement und steht in Verbindung zum Jupiter. Und jetzt schauen wir, wo befindet sich Sonne, wie ich schon sagte, bei Sonnenaufgang hier bei Tierkreiszeichen Skorpion. Mond befindet sich im Tierkreiszeichen Steinbock im 3. Lebensbereich. Hier handelt es sich um Nachrichten, Kommunikation, Schulungen, das aktiviert die Mondenergie, Verträge, Verbindungen. Mars befindet sich im Tierkreiszeichen Wassermann. Und das bedeutet, wir brauchen die Basis, die Fundament, wo wir das Gefühl haben, hier bin ich angekommen, hier fühle ich mich sicher. Und da kommt auch die Kraft und das ist die Mars-Energie. Natürlich symbolisiert das auch unseren häuslichen Bereich. Und das bedeutet ein gewisser Rückzug, weil in Ruhe liegt die Kraft. Wir brauchen uns diese Ruhe, dieser Rückzug. Aber bedeutet auch Mars in diesem Platz, wohnliche Veränderungen oder Umzug. Merkur befindet sich im Tierkreiszeichen Skorpion. Merkur hat einen sehr schönen Einfluss vom Mondhaus, weil dieser Mondhaus, wo sich Merkur gerade sich bewegt, heißt Anuradha und wird von Akrab bestrahlt und das zeigt unseren hellsichtigen Fähigkeiten und spirituelle Richtung. Und bei Merkur geht es auch um Wissen. Jupiter befindet sich im Tierkreiszeichen Skorpion. Jupiter ist die Weisheit, die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung, zeigt unserem inneren Sonne, unserem inneren Größe, das zu verinnerlichen, mit unserem Größe bewusst zu sein. Und das auch im Ausdruck bringen, das ist gerade die Aufgabe der Skorpiongeborenen. Venus ist der Liebesplanet im geheimen Platz, eine geheime Liebe. Oder wird Geheimnisse gelüftet, erzählt? Natürlich kann das auch bedeuten, dass jemand ein großes Geheimnis macht über die Liebesleben. Oder kann auch bedeuten, dass jemand erzählt etwas und dann fügt dazu, aber das bleibt unter uns, das ist so unserem Geheimnis. Saturn befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze im Bereich Werte, Wertschätzung, Finanzen, erteilt Lernaufgabe, besonders für die Schützengeborenen. Uranus ist rückläufig und diese Rückläufigkeit heißt karmischen Themen, alte Themen oder jemand kehrt zurück von Vergangenheit, ein Rückblick und das ist im Tierkreiszeichen Widder und das ist in beruflichen Situation.
Natürlich, diese Rückläufigkeit kann eine gewisse Bremse bedeuten, dass beruflich jetzt gerade nicht vorangeht, besonders bei den Wiedergeborenen. Aber Uranus bestrahlt den beiden Mondknoten, die absteigenden Mondknoten, was die Vergangenheit, alte Karma symbolisiert. Das ist in Tierkreiszeichen Steinbock. Und die neue Richtung, die Suche, der Sinn des Lebens, oder eine Aufgabe oder das Platz des Lebens. In dieser Suche sind gerade die Krebsgeborenen. Richtung ist Ausland oder wirklich religiösen Themen. Uranus aktiviert beide Mondknoten. Neptun befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Neptun hat zwei Seiten. Einmal die Intuition, Inspiration, Kunst, eine Vision, ein Traum zum Leben, unserem Leben traumhaft schön gestalten, aber Neptun ist manchmal undurchschaubar und diese Unklarheiten herrschen in Wohnsituationen und das trifft in erster Linie die männlichen Personen bei dieser Mars-Energie. Pluto befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze und hier im zweiten Lebensbereich. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock und dieses Mondhaus heißt Uttarakshada, das ist wie ein Mondkalender und dieser Mondkalender vermittelt das höhere Bewusstsein, das höhere Selbst, steht im Einklang mit diesem Engel. Die Verbindungen, was interessant ist, die Uranus verbindet sich mit Merkur. Und diese Verbindung ist ziemlich unsicher. Es handelt sich um Austausch, Kommunikation, Terminen, Verträgen. Man weiß nicht, was kommt. Das ist ziemliche Unsicherheit, löst es aus. Nicht nur in unserem Alltag, auch in politischen Ebenen. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Infovideo. Ich habe eine Aufnahme gemacht über die wahren Geheimnisse, die Rauhnächte. Und es steht nicht in Büchern geschrieben, es handelt sich wirklich um Geheimnisse. Diese Video werde ich nicht veröffentlichen, es ist nur für diejenigen zugänglich, die wahre Interesse haben, diese Geheimnisse zu erfahren. Und wenn das so ist, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link zu diesem Video. Diese Video ist kostenlos und fühlt euch bitte zum Nichts verpflichtet. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen in dem Sinne nichts zu tun. Diese geheimnisvolle Video ist gratis. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo, ein ganz tolles Angebot für Weihnachten. Weihnachten nähert sich und ich dachte, ihr sollt euch selbst auch mal beschenken. Und dazu ist dieses Weihnachtsangebot. Ich bitte euch, schreibt mir ein E-Mail, beschreibt eure Lebenssituation, auch was wollt ihr verändern. Verbessern, ob das beruflich ist oder finanziell oder betrifft das die Liebe, Partnerschaft, all das, was euch gerade beschäftigt, auch eure Wünsche und Sehnsüchte, aber auch euren Zweifel und Ängste. Dann schreibt bitte dazu euren Geburtsdatum mit Uhrzeit, wenn das möglich ist, weil das brauchen wir für die Ritual. Dann werde ich etwas zusammenstellen für euch persönlich und das ist maßgeschnitten,
passt auf eure Persönlichkeit, passt auf eure Lebenssituation und hilft und unterstützt euch energetisch. Dieser Ritualset besteht aus einer Ritualkerze. Dann kommt dazu ein Ritualöl, wunderbarer Duft. Und noch die Düfte, die Räucherstäbe und einen passenden Halbedelstein. Die Besonderheit an diesem Angebot ist, dass ihr bekommt noch zwei Steine dazu, zwei Steine aus dem Meer, was ich selber sammle. Eine von diesen beiden Sternen soll euch innerlich stärken. Das ist ein Geschenk von mir aus Dankbarkeit. Und die zweite Stein wird mit Energie aufgeladen, die weiblichen Energie des Meeres. Und meine persönliche Energie ist auch weiblich. Und dann kommt die Sonnenkraft dazu und die schamanischen Trommel. Das ist die männliche Energie und bildet sich eine Einheit. Und ich male noch dazu ein Runensymbol auf diesem Stein. Passend auf eure Situation, passend auf eure Persönlichkeit. Und diesem Runenstein dient als Amulett. Das schützt euch, hilft, dass alles in Bewegung kommt und bringt euch Glück. Diesen besonderen Runenstein als Amulett könnt ihr selbstverständlich auch separat bestellen. Der Preis beträgt 10 Euro. Wenn Interesse besteht, dieses Weihnachtsangebot zu nutzen, für euch persönlich oder wollt ihr jemand beschenken, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.